Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum letzten Video, was nur die Kommandozeile angeht. Nächstes Mal dürft ihr dann entscheiden, oder ihr dürft dieses Mal entscheiden, ob ihr dann noch ein nächstes Mal haben wollt, wenn es dann um mehr Windows-Sachen geht, zum Beispiel irgendwelche nützlichen Programme, die man von der Kommandozeile aufrufen kann oder generell um irgendwelche Internals. Also sagt mir Bescheid, noch ein letzter Aufruf dazu und ja, wenn ihr Ideen habt, natürlich auch in die Kommentare. Gut, heute geht es um Dateien verschieben und so weiter und so fort. Dazu brauchen wir als erstes mal die Datei ABC wieder. Wir hatten letztes Mal unsere Ausgabe von dir da reingesteckt und jetzt wollen wir die Datei vielleicht in einen neuen Ordner verschieben. Dazu erstellen wir uns erstmal einen neuen Ordner, nennt sich mkdir. Und sagen wir wieder Unfug dazu, war ein toller Name. Und jetzt wollen wir diese Datei ABC erstmal da rein. Achso, halt mal, ich bin im Falschen. Ich bin gar nicht auf dem Desktop. Kein Wunder, dass es keinen Unfug gab. Jetzt wollen wir diese Datei da rein kopieren in den Ordner Unfug. Das machen wir, indem wir sagen Copy. Und Copy ist ganz easy Befehl, abc.txt. Achtung, die Endung muss hier auch wieder mitkommen, sonst habt ihr am Ende keine Endung da. Ha, am Ende keine Endung. Okay, Copy ABC und dann einfach hier den Ordner Unfug angeben, eine Datei kopiert und plötzlich habt ihr hier eine Datei mit Namen ABC und dem genau selben Inhalt hier drin. So, Achtung, hier muss der Dateiname hin und hier kommt nicht der Zieldateiname wie in Linux oder sowas hin, sondern einfach nur der Zielordner. Einen anderen Zieldateinamen kann man jetzt gerade so gar nicht eingeben. Jetzt wollen wir aber... Ich habe jetzt die Datei wieder gelöscht, nicht erschrecken. Wir wollen jetzt, dass wir diese ABC-Datei da rein verschieben. Und dazu gibt es auch ein sehr simples Kommando, nämlich move. Was ich gerade übrigens gemacht habe, ich habe POS 1 auf meiner Tastatur gedrückt, damit ich an Anfang komme. Move verschiebt uns abc.txt einfach in diesen Ordner rein und da ist die Datei wieder und jetzt ist sie hier verschwunden. Sprich, es ist eigentlich ein Kopieren und ein anschließendes Löschen von der Datei, von der Ursprungsdatei. Okay. Ja, so viel dazu und Sekunde, ich lösche hier gerade mal noch den Ordner. Auf der grafischen Version geht es irgendwie doch ein bisschen schneller, wenn man es zur Hand hat. So, jetzt noch eine Sache zu diesem C-Doppelpunkt hier vorne. Ihr kennt es wahrscheinlich, ich habe es euch in den Python-Videos schon öfters gesagt. Es kommt vor, dass man vielleicht mal den Buchstaben hier vorne wechseln muss. Das geht jetzt bei mir leider nicht, weil ich hier nur einen einzigen Buchstaben dran habe. Aber wenn ihr einfach mal gucken wollt, welche Datenträger ihr da so gerade habt, dann nehmt ihr WMIC oder WMIC oder wie auch immer ihr das Ganze aussprechen wollt und gebt Logical Disk und dann Get Name ein. So, und was das macht, ist C und D ausgeben, wobei ich nicht genau weiß, wo es bei mir ein D finden will. Achso, ja, mein CD-Laufwerk, das nicht vorhanden ist, ist natürlich ein D. Okay, und nein, ich möchte keinen OneDrive, dankeschön. Und ja, wenn ihr jetzt dieses Laufwerk wechseln wollt, dann gebt ihr einfach Folgendes ein. Ihr sagt einfach nur D Doppelpunkt. Das Gerät ist nicht bereit, naja gut, weil es halt einfach auch nichts drin hat. Aber wenn ihr jetzt, sagen wir mal, nur in C rein wollt, dann geht ihr einfach her und schreibt C Doppelpunkt. Dadurch wechselt ihr den aktuellen Buchstaben, sprich das Laufwerk ändert sich. Ansonsten müsstet ihr ja mit CD irgendwie hinkommen, aber CD, D Doppelpunkt und dann Ordner, das funktioniert leider nicht so ganz so richtig. Deswegen erst D Doppelpunkt schreiben und dann wieder den Ordner eingeben, wo ihr hin wollt. So, und da ich jetzt mal wieder ein mega kurzes Video habe, zeige ich euch noch ein kleines Bonbon sozusagen, denn jeder Hacker hat ja immerhin eine schwarze Konsole und eine grüne Schrift, das wissen wir ja mittlerweile aus zahlreichen Filmen, die müssen ja alle Ahnung haben. Und deswegen sagen wir hier einfach mal Color und wenn wir nicht wissen, wie die Farben heißen in Windows, schreiben wir einfach mal wieder wie immer / Fragezeichen. So, und ja, jetzt haben wir hier zwei Farbattribute, und die werden durch hexadezimale Ziffern angegeben. Wir können wählen von 0 bis F. Die erste ist der Hintergrund, die zweite ist der Vordergrund, sprich die Schriftfarbe. Das heißt, ihr könnt euch aussuchen, wie ihr gerne hier verfahren wollt. Und ja, da wir Hacker sind, brauchen wir einen schwarzen Hintergrund. Das heißt, wir sagen Color 0. Die erste ist der Hintergrund und die zweite ist der Vordergrund, sprich die Schriftfarbe. Deswegen brauchen wir hier knallgrün, also ein A. 0a und schon haben wir, wow, das ist echt extrem aggressiv für die Augen. Ich glaube, ich mache 02 draus. Ja, na, das liest man wieder nicht so gut. Okay, bleiben wir bei 0a. So haben wir die Farbe geändert. Ja, und damit komme ich auch schon wieder zum Ende. Nicht mit der kompletten Serie. Wie gesagt, es geht noch weiter, aber mit dem Kommandozeilen-Only-Zeugs bin ich jetzt mal durch. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.